Herzlich willkommen von meiner Seite zum heutigen Adventsgottesdienst, zum zweiten Advent. Ich freue mich sehr. Wenn man so, wie ich das oft mache, im Winter durch die Läden streift, vielleicht sind ihr auch so Leute, ich gehe manchmal in den Supermarkt rein, dann merkt man schon relativ früh. Also ich rede von Anfang bis Mitte November, wo jetzt fängt der ganze Trouble an. Da türmen sich zur linken und zur rechten plötzlich Deko, Schocke, 100 verschiedene Variationen, die man letztes Jahr noch gar nicht kennt hat. Glitzerglöckli, Weihnachtskugeln, Weihnachtsbäume, Klausensäckli, Orangen, Mandarinen, Nüsse. Man weiss kaum, wo man so herschauen. Aber auf jeden Fall merkt man so, anfangs Mitte November, boah, jetzt kommt dann die Weihnacht. Und also ich muss dazu sagen, ich selber, ich liebe ja den ganzen Trouble. Mal sein, dass das nicht bei allen gleich ist. Und obwohl es bei sehr vielen Leuten die Zeit irgendwie mit Stress, die Weihnachtszeit mit Stress verbunden ist, werden sie doch die allerwenigsten missen. Und in dieser Zeit der Weihnachten treffen wir interessanterweise auf Symbole, die sonst das ganze Jahr so ein bisschen irgendwie im Hintergrund sind. Plötzlich sind überall Sterne und Lichter und Glöckli und Tannenbäume und Sachen. Und wir sind ja in dieser Serie, die heisst Weihnachten. Wir sind da jetzt drin und wir fragen uns, was haben diese Symbole, die sieht man da oben drauf, was haben diese Symbole mit Weihnachten überhaupt zu tun? Und heute, ganz besonders, letzte Woche ist ja der Start gewesen, ist um Sterne gegangen. Heute werden wir uns damit auseinandersetzen. Ja, warum haben wir eigentlich an Weihnachten Engel? Warum werden überall Engel aufgehängt? Gibt es Engel? Was machen Engel? Was sind Engel? Gibt es eine geistliche Realität? Und wenn ja, was haben wir mit dem zu tun? Darum, lasst uns reinstarten. Weihnachten, why Engel? Dass wir Weihnachten mit Engeln verbinden, das kommt nicht von ungefähr. Nein, das hat einen gewissen Grund. Und zwar ist es ja so, die Welt sagt der Weihnachten, dass wir das sogenannte Fest von der Liebe feiern. Und das Fest ist wahrhaftig ein Fest von der Liebe. Aber nicht darum, weil das die Welt einfach so sagt, sondern weil Weihnachten der grösste Liebesbeweis ist, den die Welt je gesehen hat. Ja, da hat Gott seinen Sohn in die Welt gesendet, um Versöhnung zu schaffen zwischen ihm und den Menschen. Und der Tag, wo der Sohn von Gott, Jesus Christus, ist, das heisst in der Bibel, er hat die Herrlichkeit vom Himmel verlassen, ist runtergekommen in die Welt, er ist von einer Frau geboren worden. Diesen Tag feiern wir bis heute als Weihnachten, als Fest von der Liebe. Und da hat sich eben etwas begeben in dieser Zeit. Und das lesen wir in einem alten Bericht, den der Lukas verfasst hat. Und der schreibt, kannst du mir vielleicht in die Bibelstelle mitgebracht, genau, der schreibt: Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Feld, und die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Also war erste Weihnachten sie Engel da gewesen. Das ist der Grund, warum dass bis heute, 2000 Jahre später, wir in der Weihnachtszeit überall Engel haben. Und zwar nicht nur wir, die Jesus glauben und ihn bereits angenommen haben, retten, sondern lustigerweise die ganze Gesellschaft hat überall Engel. Mir ist aber schnell aufgefallen, kann man vielleicht das Bild von voran noch mal geben, schnell es zurückgehst. Schaffst du das? Das mit dem Engel, genau das, ja. Die Engel, die wir in der heutigen Gesellschaft haben, die sehen meistens so aus. Und mir ist schnell aufgefallen, wenn man den Bericht von Lukas anschaut, dann ist das Allerletzte, was man erwarten würde. Die Engel, die nämlich da beschrieben sind, in der Weihnachtsgeschichte, die sind ganz anders. Und darum möchte ich mit euch gerne den Text ein bisschen genauer anschauen. Da heisst es nämlich im Lukas 2, Vers 9: Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr.
Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich waren bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen und sie lobten Gott. Ja, das ist doch schon ein ganz anderes Bild. Also da war nicht so ein kleiner, herziger Engel mit so einem Licht auf dem Kopf. Die Engel haben vielleicht viel mehr so ausgesehen. Da ist plötzlich, man muss sich vorstellen, da ist plötzlich ein Lichtblitz in dieser dunklen Nacht. Und der Blitz hat einfach nicht aufgehört. Und plötzlich ist da ein Wesen gestanden. Und die Hirten, die sind so erschrocken, dass sie bodenständige Männer waren. Das heisst, sie fürchteten sich sehr. Und dann verkündet der Engel die Botschaft und plötzlich heisst es, dass sie die himmlischen Herrscharen erschienen. Die Herrscharen, die Gott darüber thront. Die herrlichen Engel von Gott sind erschienen und sie haben Gott gelobt. Spannenderweise nimmt jetzt unsere Gesellschaft den Text, den kraftvollen Text von übernatürlichen Begegnung, wo Menschen einer übernatürlichen Realität begegnen. Und sie nehmen den Text aus der Bibel und sie tun es nicht verleugnen. Sie sagen nicht, weißt du, die Wahrheit ist so stark, man kann die Wahrheit ganz oft nicht verleugnen. Aber sie tun es verdrehen. Unsere Gesellschaft nimmt den Text und wir machen einfach ein Märchen daraus. Wir machen einfach ein schönes Geschichtchen. Ah, es ist Weihnachten. Ja, da haben wir ein bisschen Engel und dann haben wir da die herzigen Büblein in goldigem, lockigen Haar mit einem weißen Ungerhemmli und einem Licht auf dem Kopf. Und dann kann man sich so schön einfach so an Weihnachtsbaum herhängen. Und aus dieser kraftvollen Geschichte vom Sohn Gottes, der in die Welt hineinkommt, um eine Lösung zu bringen, wird nur noch das Christkind, das kann man nebenan auch noch am Weihnachtsbaum aufmachen. Und so vertreibt unsere Gesellschaft eine Realität, eine geistliche Realität aus der Bibel. Und das ist eine teuflische Strategie. Die Wahrheit nehmen, sich ein bisschen anders darstellen und das Gleiche tun, als wäre es nicht schlimm. Das kennen wir schon von ganz am Anfang. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Im Garten Eden hat das schon angefangen. Ja, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keiner Frucht essen dürft? Das kommt uns bekannt vor. Also, wir haben einen kraftvollen Text in der Bibel, eine kraftvolle Begegnung von Engeln mit Menschen. Und wir heute haben in der Gesellschaft immer noch Engel, aber eben eine Mini-Version von diesen Engeln, die wahrscheinlich eher so aussehen. Wenn wir aber von dir über Engel oder über die geistliche Welt reden, dann ist uns eigentlich egal, was unsere Gesellschaft darüber sagt, sondern die einzige von dir, die Quelle, die wir zu diesem Thema haben, ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Und ich möchte drei Aspekte aus dieser Begegnung herausheben, die die Hirten mit den Engeln hatten. Und zwar im ersten Vers, im Vers 9 heisst es, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und dann heisst es, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Ihr müsst verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen der Gegenwart von Gott, die überall ist. Gott ist überall, das wissen wir, er ist überall gegenwärtig, er umfasst alles. Und dann gibt es eine manifestierte Gegenwart von seiner Herrlichkeit. Und die Engel, die hier erschienen sind, ihr müsst euch vorstellen, die Wesen, die wohnen alle Zeit an dem Ort, wo Gott wohnt. Gott thront im Himmel. Er ist umgeben von Herrlichkeit. Er sitzt auf dem Thron. Er regiert. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann können wir ein bisschen ein Bild davon, wie das aussehen muss. Und aus dem Ort raus kommen die Engel. Aus dem Ort, wo Gott thront. Er ist so heilig. Er ist so herrlich. Dass seit Anfang der Zeit, für alle Zeit, Engel singen, heilig, heilig ist Gott. Heilig, heilig ist der sitzt auf dem Thron. Heilig, heilig, heilig. Sie können kein anderes Lied singen dort, weil es so herrlich ist. Und aus diesem Ort brechen jetzt die Engel rein und sie tragen Gottes Herrlichkeit mit sich. Da war ein Licht, ein Strahlen von Gottes Herrlichkeit, wo der Engel ist offenbar worden, dass die Hirten nicht mehr hinschauen konnten. Dass die Hirten, die sind geblendet von der Schönheit, von der Herrlichkeit von Gott. Also Engel tragen die Herrlichkeit von Gott auf sich. Das Zweite, was wir sehen können, im Vers 10 heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Also ein Engel, der hat eine Botschaft gehabt, der ist nicht einfach zack, da gsi, hat er schnell eine Szene gemacht, eine Show gemacht, hat gezeigt, wie herrlich das er aussieht, wie schön das er ist, und dann ist er wieder verschwunden. Sondern gerade der Engel, der diesen Hirten auf dem Feld begegnet ist, der hat eine Botschaft gehabt. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, er hat zu ihnen geredet.
Engel tragen. Übrigens, das griechische Wort, das gebraucht wird, für Engel zu beschreiben, ist Angelos. Das bedeutet nichts anderes als ein Bote. Einer, der eine Nachricht bringt. Und so kommen die Engel aus der Herrlichkeit von Gott raus, aus dem Himmel, wo Gott thront und wohnt, und werden freigesetzt brechen, rein in die Realität der Hirte, und sie haben eine Botschaft. Sie haben eine Botschaft, sie haben eine Nachricht, die sie überbringen wollen. Ich finde an dieser Stelle sehr, sehr eindrücklich, und es offenbart für mich das Herz vom Vater, zu wem dass die Botschaft als erstes kommt. Wir würden damit rechnen, wenn Gott seine Herrlichkeit in so einer kraftvollen, übernatürlichen Begegnung sichtbar macht, dass er vielleicht zu einem König oder zu einem speziellen Gelehrten oder zu einem hohen Priester oder zu sonst irgendeiner wichtigen Person seine Engel schickt. Aber nein, der Engel und später die vielen Engel begegnen den rauen Männern am Rand der Gesellschaft in dieser Zeit, die Hirten, die die ganze Nacht einfach draußen waren, in der Kälte, und ihre Schafe geschützt haben. Und das sind Menschen am Rand der Gesellschaft, und das Herz vom Vater im Himmel wird offenbar. Dass er sagt, die Bibel heisst es wahrlich, bei Gott gibt es kein Ansehen von der Person. Gott ist es scheißegal, wie viel Geld du hast. Gott liebt die Menschen, und sein Herz für die Leute, die am Rand sind, wird offenbar in dem, dass diese himmlische, übernatürliche Begegnung diesen Männern irgendwo in der Nacht der Kälte offenbar wird. Also Engel tragen die Herrlichkeit von Gott. Engel tragen eine Botschaft mit sich. Und dann gibt es etwas Drittes, was sehr interessant ist. Im Vers 11, das heisst, denn heute ist euch, also das ist immer noch der Engel, der redet, in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Das Dritte, was wir aus dem Bericht von Lukas herausnehmen können, wo die Engel den Hirten auf dem Feld begegnen, ist, dass Engel nicht sich selber in Szene stellen. Ja, sie sind wirklich wunderschöne, herrliche Wesen. Vielleicht, ich möchte das noch schnell sagen, der Grund, warum das für uns eine Begegnung mit einem Engel, mit der Herrlichkeit von Gott, so schön ist und so bewegend ist, weil sie von dem Ort kommen, wo wir eigentlich dafür bestimmt sind. Versteht ihr? Sie kommen aus dieser Heimat, wo wir einmal hergehen. Sie kommen von dem Ort, wo wir dafür geschaffen sind, nämlich aus der Gemeinschaft mit Gott raus. Und wenn das offenbar wird und wir das sehen, dann bewegt es etwas, eine Sehnsucht in unserem Herz, weil wir gemacht sind, für einmal dort zu sein. Also wenn Engel eine Botschaft bringen, dann geht es ihnen schlussendlich nicht um sich, auch wenn sie offenbar werden und die Herrlichkeit Gottes strahlt und leuchtet, sondern sie sagen, euch ist ein Retter geboren. Das ist die Botschaft, die er hat. Es ist Christus, der Herr. Und der Engel weist ganz klar nicht auf sich. Natürlich ist es ein riesen Trara, aber er sagt, es geht nicht um mich. Ich verkündige euch einen anderen. Ich verkündige euch Jesus, der Christus. Christus ist übrigens das griechische Wort, die griechische Übersetzung vom hebräischen Wort Messias. Der Gesalbte, der darauf gewartet hat, der Verheißung, der Sohn Gottes, der Diener Gottes, in dem, was Ja und Amen ist. Der, der Alpha und Omega ist, der Anfänger und der Vollender von Glauben. Der, der in dem und zu dem hin, wo alle Sachen sind. Der die Lösung bringt. Der Name, der Menschen gegeben ist. Es gibt nur einen, versteht ihr? Das ist nur Jesus. Das ist nur einer, der würdig ist für Anbetung. Engel wollen nicht angebetet werden. Sogar der Johannes, der Täufer, nicht der Johannes, der Täufer, der Johannes, der Offenbarer, der die Offenbarung geschrieben hat, in der Offenbarung fällt nieder von einem Engel, weil er so überwältigend ist von der Fülle. Und der Engel richtet ihn auf und sagt, stang auf, bete mir nicht an, da ist einer, der würdig ist für die Anbetung, es ist Jesus. Engel sind nicht da, um eine Szene zu machen für sich. Engel sind da, für einen König zu verherrlichen, den sie dienen. Engel suchen nicht ihre eigene Ehre. Sie wollen Ehre bringen am König, den sie gesendet hat. Und der König ist Jesus. Die Begegnung der Hirten und der Engel auf dem Feld ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten, wenn wir an Engel denken, so aus dem Neuen Testament. Aber ich habe gemerkt, wenn wir das Neue Testament aufmerksam lesen, dann häufen sich die Begegnungen mit Engeln. Man kann es gar nicht glauben. Ich habe ein paar mitgebracht. Engel kommen überhaupt nicht nur, um irgendetwas ankündigen. Engel kommen zum Beispiel zum Warnen. Man sieht, dass der Vater von Jesus, der Josef, hat einen Traum. Und doch begegnet ihm ein Engel und sagt, nimm deine Frau, nimm dein Kind und zieh nach Ägypten. Und weil der Josef gehorsam ist, wird Jesus bewahrt vor dem Tod, wo der Herodes alle Säuglinge umbringen will.
Engel bringen auch sonst Botschaften. Wir haben es schon gehört im Einstieg. Der Engel, der zu Maria kommt und sagt, Frau, du hast Gnade gefunden vor dem Herrn. Du wirst den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Ein bisschen voran, der Zacharias, also der Vater von Johannes, wo der Engel zu ihm kommt und sagt, deine Gebete sind erhört worden, du wirst ein Nachkommen haben. Oder der Cornelius, der Heid, der Hauptmann, der am Betten ist und dann begegnet ihm ein Engel und sagt, Ich habe dein Betten und deine Almosen gesehen. Das ist bis vorher gekommen. Geh jetzt in das Dorf und geh und hol den Simon der Petrus im Haus von Simon vom Gerber. Und da wird dir das Wort vom ewigen Leben verkündigen. Engel bringen Botschaften. Engel befreien aber auch. Wir sehen in Apostelgeschichte 5, dass die ganzen Apostel freimütig das Evangelium Gottes lehren und die Juden stecken sie in den Knast. Und dann kommen einfach die Engel und führen sie raus aus dem Gefängnis. Was machen die Apostel? Sie gehen gerade wieder in den Tempel und verkündigen gerade wieder von Jesus. Und dann Petrus passiert das Gleiche noch einmal. Dann ist der Petrus wird gefangen genommen vom Herodes, wird ins Gefängnis gesetzt und man geht davon aus, dass er dort hier auf seine Todesstrafe gewartet hat. Und die Gemeinde ist versammelt und betet und ringt um Petrus und ist einmütig im Gebet und da tritt plötzlich ein Engel tritt zum Petrus und sagt, stand auf, leg deine Schuhe an und komm mit mir. Und seine Ketten fallen ab von den Hängen und von den Füßen. Und als er zum Gefängnis durchläuft, geht eine Stahltür vor ihm einfach, Metalltür einfach auf. Und er läuft einfach raus, weil da ein Engel ihn in die Freiheit hineinführt. Engel tun auch sonstige Wunder, Sachen, die man nicht machen kann. Vielleicht erinnert ihr euch an die zwei Frauen, die ins Grab von Jesus kommen und zueinander sagen, wer wird uns den Stein wegrollen? Wir wollen den Messias salben, aber er wird uns den Stein wegrollen. Und plötzlich heisst es donnert und dann kommt ein Engel vom Himmel oben runter und rollt ihnen den Stein weg. Und zu guter Letzt sind Engel auch da zum Dienen. Ja, wir sehen, dass Jesus, als er vom Geist ist, in die Wüste rausgeführt worden und 40 Tage gefastet hat, Satan widerstanden, ist versucht worden und triumphiert hat. Und er war erschöpft gewesen. Und da heisst es, dass die Engel vom Himmel kommen und haben ihm dient. Ja, wenn man, das ist nur eine kurze Übersicht. Es gibt noch viel mehr Geschichten im Neuen Testament von Engeln, die real gewirkt haben. Und wir können sagen, ja, die Engel sind in erster Linie da, um den Heiligen, den Gläubigen dienen und um mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist auch das, was die Bibel sagt. Ich habe eine Stelle mitgebracht aus dem Hebräer 1,14. Dort heisst es über Engel, ja, sie sind nicht alle dienstbare Geister, die ausgesendet sind zum Dienst, um deren Willen, was heil sollen erben. Also zusammenfassend kann man sagen, ja, es gibt eine geistliche Realität. Da gibt es Engel. Es sind wunderschöne Wesen, die die Herrlichkeit Gottes auf sich tragen, aber es geht ihnen nie um sich. Sie haben eine Botschaft dabei. Sie haben es fürchte dich nicht dabei. Und gerade im Neuen Testament sehen wir, wenn Engel Menschen begegnen, dann sind die Menschen immer verändert aus dieser Begegnung rausgegangen. Das war immer ein einschneidendes Erlebnis. Das ist nicht ein, wow, ich habe den Engel gesehen. Nein, sondern das ist etwas passiert mit diesen Menschen. Versteht ihr? Wenn die übernatürliche Realität der Herrlichkeit Gottes ist eingebrochen in die Realität der Menschen, da ist etwas passiert. Und in all dem innen hat Engel gesagt, es geht nicht um uns. Es geht um einen, der grösser ist. Es geht um Jesus. Und es ist wichtig, dass wenn wir über Engel reden, dass unser Fokus auf Jesus bleibt. Dass wir uns nicht drin verlieren. Die Bibel warnt uns sogar davor. Der Paulus warnt uns und sagt, hey, da gibt es Menschen unter euch, im Korintherbrief, die sich in Anbetung und in Demütigung vor Engeln gefallen. Und das ist nichtiger Gottesdienst fürs Fleisch. Es geht nicht um Engel. Es geht ihnen nicht um sich. Es ist wichtig, dass wir den Fokus auf Jesus behalten. Aber es ist genauso wichtig, dass wir auch die geistliche Realität nicht, gerade als Christen, nicht ignorieren. Ich möchte eine Anwendung machen auf unser Leben. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu diesen Hirten. Wir stellen uns die Szene nochmal vor. Die sind da, bewachen ihre Schafe. Und da erscheint der Engel. Er trägt die Herrlichkeit Gottes auf sich erstrahlt und dann sagt er, fürchtet euch nicht. Er hat eine Botschaft dabei. Und es ist spannend, dass die Bibel uns Menschen, gerade uns Gläubigen ganz besonders, sehr mit Engeln vergleicht.
Im Psalm 8 schreibt der Psalmist etwas sehr Spannendes. Kannst du dir vielleicht mal zeigen? Er sagt, wer ist der Mensch, dass du ihn denkst? Und wer ist der Menschensohn, dass du auf ihn Acht gibst? Und dann sagt er, du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als die Engel. Nur wenig niedriger. Also wir sind sehr nah bei den Engeln. Und darum möchte ich die drei Punkte, die wir über Engel gelernt haben, die möchte ich auf unser Leben übertragen. Übrigens, in der Bibel heisst es, dass wir mal werden Engel richten. Wir haben das Gefühl, ja, Engel, das sind irgendwelche heiligen, krassen Wesen, die nur der Wille Gottes machen können. Das ist fern von uns. Wir können eine zweite Stelle aus der Bibel bringen. Der Paulus schreibt, wir werden Engel richten. Also ich möchte, versteht ihr, das Wort Gottes stellt uns sehr nahe zu den Engeln. Und darum glaube ich, dass wir das, was wir über Engel gelernt haben, in dieser Geschichte, in dieser Weihnachtsgeschichte, dass wir das dürfen übertragen auf unser Leben. In dieser Geschichte von Lukas 2 habe ich die drei Sachen aufgezählt. Engel tragen die Herrlichkeit von Gott, Engel haben eine Botschaft und sie weisen auf Jesus hin. Sind wir uns bewusst, dass wir im Ebenbild von Gott gemacht sind? Und Gott schuf sie als Mann und Frau in seinem Ebenbild. Mann und Frau ist in seinem Ebenbild gemacht. Und wir können die Herrlichkeit von Gott genauso tragen wie Engel. Versteht ihr? In Jesus haben wir Zugang zum Vater. Wir haben gehabt, die Engel, die kommen von diesem Ort, wo Gott wohnt. Sie kommen von diesem herrlichen Ort her. Aber es sagt uns nicht die Bibel, dass wir gesetzt sind mit Jesus in himmlischen Plätzen, in himmlischen Regionen, dass wir in ihm gesegnet sind mit aller geistlichen Segnung. Es sagt nicht die Bibel, dass wir in Jesus Zugang haben zum Vater. Es sagt nicht Jesus uns selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zurück zum Vater als durch mich. Dass wir in ihm Zugang haben zu diesem Ort. Und das ist meine Frage. Sind wir an diesem Ort? Oder sind wir einfach irgendwo in der Welt, in unserem Leben? Oder sind wir an diesem Ort in himmlischen Regionen? Sagt uns nicht das Wort Gottes, dass wir Freimütigkeit haben, zum Hinzutreten zum Thron von der Gnade, zum Barmherzigkeit empfangen, zur rechtzeitigen Hilfe. Versteht ihr? Wir haben genau wie Engel Zugang zu dem Ort, wo der Vater thront, wir sind gesetzt, zur himmlischen Region. Und die Frage ist, sind wir an dem Ort, bevor wir ins Leben starten? Sind wir mit Jesus beim Vater? Und wenn wir mit Jesus beim Vater an dem Ort sind und dann in die Weltgeschichte rausgehen, dann ist Jesus Herrlichkeit auf uns. Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, ich glaube schon Johannes 14, sagt er, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gibst, gib sie ihnen. Bam. Die Herrlichkeit, die auf mir ruht, auf dem Sohn Gottes, gib sie ihnen. Die Herrlichkeit von Gott kann auf uns ruhen. Und ich habe letztens etwas erlebt. Wir sind eingeladen worden von Leuten von unserem Haus, an eine esoterische Worship Night, könnte man sagen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier in Zürich in einen Raum reingekommen. Die Leute haben gemeint, wir seien auch so ein bisschen spirituell und offen. Ja, sie haben nicht ganz verstanden, dass wir natürlich voll auf Jesus abfahren und es nur einen Weg gibt bei uns. Und dann sind wir da eingeladen worden, zu Zürich, an so eine Sing-Event. Da ist vorher eine Band gehockt auf persischen Küsse und die haben alle so, es hat nach allem duftet, was es duftet in diesem Raum. Und dann sind da, wir müssen sich vorstellen, da 45 Leute, alle Alterskategorien mit Tourbahn und allem Zeug, also wirklich, sind da gehockt und als wir reinkamen, haben sie sich gerade alle so ein bisschen eingestummen. Am Anfang dachte ich, ich kann da nicht rein. Also, es ist geistlich voll belastet, aber Gott hat uns an diesen Ort hergeführt. Und wir waren gerade am Fasten und irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Wir haben zuerst eineinhalb Stunden lang zugelassen, wie die Leute haben geistliche Lieder gesungen. Versteht ihr, das war kein Gott auf der anderen Seite, der das gehört hat. Das war Anbetung für niemanden. Die Leute sind auf der Suche nach Jesus. Und wir sind von der Sängerin eingeladen worden und dann haben sie gefragt, ob ich schnell etwas sagen darf. Und dann habe ich gesagt, aber ja, wir sind sehr geehrt, dass wir da sein dürfen. Wir nehmen eben sehr viel geistlichen Hunger nach Spiritualität und nach Liebe und Frieden und so wahr. Das finden wir mega schön. Und bei uns ist es eben eine spezielle Kultur, dass wir, wenn wir neu herkommen, die Leute besonders möchten ehren. Und darum möchten wir etwas mitbringen. Und dann habe ich extra gesagt,
wir und Christen, die das ja nicht sagen, aber ich habe genau gewusst, es schlägt dort ein wie eine Bombe. Oder? Ich habe gesagt, jetzt haben wir eben 2 Wochen gefastet und darum sind wir geistlich sehr aufgeladen. Und dann wirklich der ganze Raum, oh. Wir sind wirklich gerade hier rauf. Also müsst ihr euch vorstellen. Und dann habe ich gesagt, und ich habe den Eindruck, dass die Menschen da, die sind auf der Suche nach Heilung. Nach körperlicher, aber auch nach emotionaler Heilung. Und wir, weil wir jetzt gerade so lange gefastet haben, ist eine starke Kraft von der Heilung mit uns heute da. Und wir möchten gerne euch dienen. Und wir möchten gerne die Kraft von der Heilung zu euch fließen lassen. Darum, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann kommt einfach auf uns zu. Und dann haben die, oh, das ist ja mega und ah und so. Dann haben sie gerade einen Trommelwirbel gemacht für uns, all die Yogis. Und dann sind die Leute gekommen. Müsst ihr euch vorstellen, dann sind die Leute gekommen. Ja, ich muss euch einfach fragen, wie seid ihr auf die Frequenz gekommen, wo ihr da unterwegs seid? Das haben wir ja noch nie erlebt. Also müsst ihr euch vorstellen, wir können für die Leute beten, dass die Leute geheilt wurden, dass die Leute frei wurden von unreinen Geistern in diesem Kauerungen. Leute, die keine Ahnung haben von Jesus und mir einen erzählt. Und das, weißt, dann sind sie dann irgendein, dann denkt das irgendein Indianer mit seinem Zöpfchen da, ist nachher und hat gefragt, du, hast du mir auch auf dem Zeug, das ihr raucht, dass ihr da auf diesen Schwingungen unterwegs seid und so. Und dann haben wir gesagt, nein, versteht, wir nehmen nichts. Wir haben Zugang zum Vater. In Jesus Christus haben wir Zugang zur Quelle von der ultimativen Spiritualität vom Vater im Himmel. Und das, was du merkst, wenn die Leute sagen, du, ich spüre gerade, wie etwas in mir reinfließt. Verstehst du, das ist die Herrlichkeit von Gott, die auf uns ruht, weil wir Zugang haben zum Vater. Das Zweite, die Engel hatten eine Botschaft. Und haben nicht auch mehr eine Botschaft? Haben nicht auch mehr gerade in der... Und was haben wir für eine Botschaft? Gerade in der Adventszeit, wenn wir Menschen begegnen, sind wir die Frommen, die jetzt noch eine christliche Klausel müssen anhängen oder irgendwie auf Krampf müssen. Keine Ahnung, oder haben wir Mühe, wenn wir Sünde sehen, oder merken die Leute, dass wir irgendwie sie verurteilen, weil sie Sünde leben, oder was auch immer. Oder haben wir es... Tragen wir mit uns ein Hey, fürchte dich nicht. Das ist ein Gott, der es gut meint mit dir. Das ist ein Gott, der für alles eine Lösung hat. Das ist ein Gott, der zahlt hat. Haben wir es fürchtet? Das ist einer, der da ist, verstehst du? Und ich bin mit dem unterwegs. Fahr ab, weißt du, ist okay. Haben wir eine Botschaft von der Annahme, von der Barmherzigkeit in dieser Zeit? In dieser Zeit. Und haben wir die Botschaft für die Leute, die vielleicht am Rand der Gesellschaft sind, für die Leute, die es vielleicht unbequem ist für uns, um zu denen zu gehen. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, hey, es ist nicht nur unser Mund, der eine Botschaft ist. Versteht ihr? Es ist unser Leben. Unser Leben hat eine wesentlich lüterische Sprache. Und ich sage das nicht, weil ich sagen, es ist bei euch nicht so, aber versteht ihr, meine tiefste Sehnsucht ist, dass wenn ich in einen Raum hineinkomme, dass ich mein Mund aufmache, jede Zelle von meinem Körper, jede Faser von meinem Leben, jeder Aspekt, Jesus brüllt, schreit, dass man mir nicht versteht. Manchmal rede ich mit Leuten und ich erzähle gar nicht von Jesus, ich bin einfach da, aber plötzlich fangen die Leute über Gott reden, weil mein Leben schreit, Jesus, ich will, dass Jesus durch mich durchdringt und durch jede Pore von mir rausgedrückt wird, ohne dass ich muss die ganze Zeit reden. Natürlich erzählen wir auch von Jesus, aber was haben wir für eine Botschaft? Und der dritte Punkt ist, sie haben auf Jesus hergewiesen, die Engel. Wie weisen wir auf Jesus her? Es ist mega spannend, kannst du mir noch die letzte Folie geben? Der Fall war gut, genau, richtig. Kannst du noch eins zurück? Genau, danke. Versteht ihr, die Engel, das heisst ganz spannend, die Engel sind den Hirten begegnet, Herrlichkeit Gottes offenbar worden, Botschaft verkündigt, zack, und dann heisst es, und sie sind wieder in den Himmel zurückgekehrt. Auftrag erledigt. Aber da sind Menschen zurückgeblieben und schaut mal ihre Reaktion an. Und sie haben zueinander gesagt, die Hirten, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen, und schauen, ob es sich so verhält, wie sie uns gesagt haben. Also nach dieser Begegnung haben die Hirten, versteht ihr, die haben nicht gerade das Übergabegebet gesagt und gesagt, oh Jesus,
jetzt laden wir dir unser Herz ein und wir müssen Sünden bekennen. Es geht nicht um das. Manchmal passiert das und es ist manchmal cool, wenn es passiert. Aber es geht darum, wenn Menschen uns begegnen und eine Begegnung haben mit uns, gerade in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, bleiben Menschen zurück, die sehnsüchtig geworden sind, die denken, das, was der erzählt hat, oder das, was der, wie der gelebt hat, irgendwas hat mit dem Jesus zu tun. Und ich möchte auf eine Suche gehen. Ich möchte schauen, verhält es sich mit dem Jesus so, wie jetzt mir das jetzt begegnet ist. Und ich möchte euch zum Schluss eine ermutigende Geschichte erzählen, die ich vor kurzem erleben durfte, um einfach zu sagen, hey, eine solche Begegnung ist so gratis und kostet so nichts. Ja, wir haben etwas anderes Verrücktes gemacht. Wir sind an Halloween, wo alle Menschen den Teufel anbeten. Wir haben gesagt, nein, heute beten wir Jesus an. Wir gehen auf die Straße und wir erzählen von Jesus. Und ich habe ein Priesterkostüm angelegt, so ein Talar. Einfach so als Gag und haben so ein Karton, ein Kreuzchen gebastelt. Und ich war der ultimative Aufhänger, um mit Menschen über Jesus zu reden. Und ich hatte jemanden dabei von unserem Haus, der noch nicht so langgläubig ist. Und ihr zeigt, wie man mit Leuten ins Gespräch kommt über Jesus. Und im zweiten Gespräch, an diesem Abend, reden wir mit zwei jungen Männern vor einer Bar. Das hat ihr ein Bier, also es war nicht das erste, am Trinken gewesen. Und wir erzählen von Jesus. Und der eine Mann sagt von mir, weisst du, ich bin Satanist, mit mir musst du nicht über das reden. Und jetzt schnell eine Unterscheidung, es gibt Devil Worshippers, das sind die, die aktiv den Teufel anbeten und Blutopfer machen und so. Das war auch einmal Mal dabei gewesen, selber, er hat Blut getrunken von einem Geist, den sie geopfert haben. So. Aber das war nicht zu hardcore gewesen. Dann gibt es die modernen Satanisten, die glauben nicht an den Teufel, die glauben einfach an sich selber. Also sie sind ihr eigener Gott und es geht nur um sich. Das ist ihre Religion, die sie glauben. Und er erzählt, der junge Mann erzählt, wie er von Gott sich abgewendet hat, respektive wie er mit Gott nichts, weil er so viel Schlimmes erlebt hat. Und wenn ich sage Schlimmes, Leute, dann meine ich Schlimmes. Der Mann ist geschlagen worden, sein Vater hat gar nicht gewusst, er auf die Welt kommt, er probiert ihn umzubringen, wo er im Bauch war. Er ist missbraucht worden, er ist auf einer Sonderschule, er hat 7 gute Freunde gehabt, von denen leben heute noch 2, die anderen haben sich alles Leben genommen. Er hat sich selber mehrmals probiert, das Leben zu nehmen. Das letzte Mal hat er sich probiert zu erhängen, der Haken ist abgerissen. Versteht ihr? Das ist, die erste Freundin, die er 5 Jahre mit ihr zusammen war, lebt heute nicht mehr. Die zweite Freundin hat Schluss gemacht mit ihm, ist jetzt gerade vor kurzem gewesen, und erzählt, dass dem Mann bin ich begegnet mit einer Botschaft, mit einem Früchte nicht. Ich habe ihm gesagt, weisst, Ich habe das Gefühl, du glaubst gar nicht an einen Gott. Du bist enttäuscht und sauer auf einen Gott, der nicht verstehst, was passiert ist in deinem Leben. Aber weißt du, ich kenne einen Gott, der es gut meint mit dir. Und ich wünsche dir, du wirst in unser Haus kommen. Wir können eine Gemeinschaft haben und ich kann dir von meinem Jesus erzählen. Und da ist etwas hängen geblieben bei diesem Typ. Wo eben ein bisschen später, das war ja am Ende des Oktober, ein bisschen später er wieder mal einmal mehr am Rand vom Leben gestanden ist, wo seine zweite 5-jährige Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und ihm so schlecht gegangen ist, kommt ihm plötzlich jemand in Sinn. Ein Typ, der an Halloween mit einem Priester da und einem Kartonkreuz über Jesus erzählt. Und als er sich an mich erinnert, hat er plötzlich das Bedürfnis, in die Kirche zu gehen. Versteht ihr, ich war am Fasten am Beten für diesen Mann. Mir gewünscht, dass er Jesus kennenlernen kann, heil werden. Und der Typ hockt in der reformierten Kirche rein. Einfach so, gebrochen vom Leben, merkt, hier geht es um Gott und das tut mir gut. Und ich habe immer wieder und wieder nachgehockt und dann ist er bei uns in der Stube und erzählt seine Lebensgeschichte. Und der ist so am Suchen, weißt du? Der ist so auf der Suche nach einem Fürchte, nicht, ich bin da. Nach einem Engel. Nach einem von uns. Versteht ihr, das ist ein Typ, der läuft aus auf der Straße rum, in Winterthur. Wie manche anderen solche läuft da rum. Und was haben wir für eine Botschaft für die Menschen? Können wir, kannst du ein Engel sein für solche Leute? Es braucht so nichts. Es hat eine Einladung gebraucht und der Typ ist gekommen. Verstehst du, er war bei uns und als er in unser Haus reingekommen hat sein Herz angefangen zu lachen, ohne dass er etwas gesagt hat. Und er war wohl bei uns. Und dann erzählt er seine ganze Lebensgeschichte. Und er hat mit den Mormonen schon zu tun gehabt. Alle probieren, verstehst du, alle probieren, irgendwo hineinzunehmen. Und dann habe ich gefragt, was hat denn nicht gegeben bei den Mormonen? Und er sagt, weißt du, die haben mehr probiert,
irgendwie zu sagen, du musst einfach das jetzt machen und dann gehörst du bei uns dazu, aber das will ich doch gar nicht. Ich will mich doch damit auseinandersetzen, wer ist Gott, wer ist Jesus? Verstehst du, das sind Leute, die laufen da rum, die wollen auf die Suche gehen, wie die Hirte, und schauen, verhaltet sich so. Und das ist so bewegt von dem, was er bei uns im Haus erlebt hat. So gesagt, als ich gesagt habe, du kommst nächste Woche wieder. Klar. Klar komme ich wieder. Und dann bringe ich ihn runter, am Abend spät, und dann sagt er, das war jetzt sehr schön gewesen. Verstehst du? Er sagt, das war sehr schön gewesen. Ich war schon lange nicht mehr eingeladen gewesen. Und dann hält er innen, legt seine Schuhe an und dann sagt er, weißt du, stimmt nicht, ich war eingeladen gewesen bei einem Kollegen vor 4 Jahren. 4 Jahre ist der Typ bei niemandem eingeladen gewesen daheim. Das sind Menschen auf der Suche nach Jesus. Und ich möchte euch mit dieser Geschichte, versteht, es braucht so nichts. Wir haben Zugang zum Vater im Himmel, wir haben eine Botschaft und wir können Engel sein für solche Leute. Es braucht nur eine Einladung, um zu sagen, hey, fürchte dich nicht. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das nehmt und sagt, wo kann ich ein Engel sein, wenn mir Leute begegnen, wo braucht es noch ein, hey, fürchte dich nicht. Wo braucht es noch ein, komm einmal unter mein Dach, unter ein Segen, das ich darunter lebe, lerne mich Jesus kennen. Gerade in dieser Adventszeit, wisst ihr, wie viele Leute das allein Weihnachten feiern? Hey, es kostet so nichts, Leute einzuladen am 25. am 26. Seid Engel, seid Botschafter. Wir sind übrigens Botschafter an Christi Stadt, genauso wie die Engel. Seid Botschafter und tragt es, fürchte nicht von Weihnachten in die Welt heraus.